Oh, wo sind wir denn hier gelandet? Das sind doch die Seeschauminseln. Ja, so sieht's aus. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Edodum zu einem neuen Part. Pokémon, let's go, Evoli! Mit dem Zwergenfürst, mit der Zwergenfee, mit Evoli, mit ihm hier, Thomas Gottschalk, Diktri. Ja, so sieht's aus. Hier müssen wir noch etwas erledigen, bevor wir auf den Zinnoberinseln weitermachen können, nämlich das hier. Die geheime Taktik: Wuchtsturm einsetzen. Und erstmal diese Felsen hier voranschieben. Das könnte unter Umständen dann schon falsch gewesen sein. Ein Jurob. Nein! Ich wollte nicht gegen das Jurob kämpfen. Aber gut, fangen wir es uns. Für die AP, für die EP, Erfahrungspunkte. Nicht für Attackenpunkte. Erfahrungspunkte. Ein Jurob wurde gefangen. Das bringt Erfahrungspunkte. Ah, ja gut. Ich habe die jetzt natürlich auch ein bisschen umgenannt. Ich habe den allen Namen gegeben. Der neue ist natürlich auch mit dabei. Prof, Pepe, Diktri. Diktri hat keinen Namen, weil man ihm keinen Namen geben konnte. Kids und Blackie habe ich euch alle vorgestellt. Ah, kein neuer Eintrag. Hatten wir also schon. So, ich vermute mal, das kriegen wir so hin. Nehmen wir hier mal so langlaufen. Können wir uns einen davon rauslocken. Den anderen brauchen wir hoffentlich nicht. Ich habe jetzt kein Schutz-Item eingesetzt. Das heißt, das sieht jetzt so aus. Dass die Pokémon jetzt hier in der Gegend umherrennen. Okay, das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Ja, machen wir es halt nochmal von vorne. Das hat nicht ganz so geklappt. Hat nicht ganz so geklappt, wie es gewollt war, wie es beabsichtigt war. Jedenfalls wollen wir heute mal hier zum Arktos finden. Das legendäre Pokémon, was sich in den Seeschauminseln aufhält. Das hätten wir fast vergessen. Müssen wir natürlich noch nachholen jetzt. Aus dieser Richtung kannst du nichts schieben. Okay, ja gut. Stand halt ein bisschen quer. Ich würde glatt mal in diese Richtung schieben. Und jetzt in die andere Richtung hätte es auch nichts gebracht. Wir brauchen auf jeden Fall hier noch einen zweiten Felsen hier hinein. Da bringt vielleicht der andere Felsen was, den wir da rausschieben können. Wir haben hier vier Felsen, brauchen nur zwei hier dafür. Okay. Ein Golbert noch fangen. Im Vorbeiziehen mal schnell einen Golbert. Na komm. Ach komm, vergiss es. Flucht. Das ist es nicht wert. So, hier mal weiter. Schubs. Schubs. Und ich vermute jetzt mal so. Okay, mein Diktri wollte ich eigentlich nicht reden, aber auch nicht schlecht. So, jetzt aufpassen. Nichts zu weit schubsen. Ja, in die Richtung. So ist das gewollt. So. Noch eins. Und dann hier einmal rum und haben was drin. Das müsste jetzt den Strom ändern. Das heißt, wir müssten jetzt nicht mehr zurückgewirbelt werden. Bisher wurden wir hier mal zurückgewirbelt. Jetzt können wir hier entlang. Der Weg war bisher versperrt. Jetzt haben wir hier freie Bahn. Oh, ich sehe da schon den Schatten von etwas. Was ich hier nämlich erreichen will in diesem Part.
Und guck mal, was es heute gilt zu fangen. Ein wildes Muschas. Nein, das wilde Muschas, das wollen wir heute nicht fangen. Wollen wir auch fangen, wäre nicht schlecht. Aber das Pokémon, was wir eigentlich fangen wollen, in diesem Part, da steht da oben auf den Felsen drauf. Und dort, wo es schon in Pokémon Gelbe Edition stand, ist eigentlich kein Geheimnis mehr, welches Pokémon da auf uns wartet. Das große mysterische Pokémon, das mystische Pokémon. Mysterisch, ja. Seine Schale ist hart genug, um alle Attacken standzuhalten. Wenn sie offen ist, kommt sein weiches Inneres zum Vorschein. Muschas hatten wir tatsächlich noch nicht. Gut, dass wir es hier gefangen haben. Hier ein kleines Item. Du findest eine Riesenperle. So klein ist das Item also doch nicht. Und hier haben wir wen? Au, ein Arktos. Arktos greift an. Was für eine epische Animation. Arktos erscheint. Mehrere Statuswerte von Arktos werden aktiviert. Ja, Pflanzen-Pokémon ist erstmal nicht grundverkehrt. Machen wir es vielleicht nicht auf einen Hieb alle. Rasierblatt. Es wird wahrscheinlich mich auf einen Hieb alle machen. Ja. So sieht's aus. Da braucht man keine Angst haben, dass wir Arktos in einem Hieb besiegen. Achso, jetzt müssen wir ihn erst besiegen und dann können wir... Erst besiegen und dann können wir den fangen. So wie bei Relaxo können wir den ersten Mal vorher bezwingen, damit wir ihn in einen Pokéball zwingen können. Drachenwut, versuchen wir es mal. Eisstrahl. Ja gut, Kid ist jetzt noch nicht stark. Ist jetzt noch nicht der stärkste Teammitglied, aber Level 42 ist auf jeden Fall. Und mit so einem Flammenwurf gegen Arktos. Gegen das Eis-Pokémon. Dürfte auch effektiv sein. Wenn er dann einsetzen könnte. Er hat eine andere Attacke eingesetzt. Ja gut, der neue ist noch Level 30. Dann du mal, Prof. Du bist dran. Versuch du es mal, das Arktos ein wenig zu schwächen. Ansonsten muss es letztendlich Evoli tun. Und es keiner aus dem Team schafft. Okay, versuch's mal mit Biss. Das könnte was wirken. Arktos schützt sich selbst. Bringt immer nicht viel. Ja gut. Der Attack hat ja beim viel gebracht. Das war ja der Wahnsinn. Und bis auf Arktos, das war jetzt umwerfend. Okay, ja, die Attacken von Prof, die bringen jetzt, glaube ich, nicht so sonderlich viel. Das lässt den Prof hier alt aussehen. Das sieht, ja, das ist ein bisschen Schaden bringt schon, aber das sieht ja eher kläglich aus. Das ist ja hier eher, das ist ja Schwachsinn. Nächstes Pokémon. Ja gut, dann versuchen wir es mal mit Diktri. Diktri ist doch stark. Die Macht ist stark, mir Diktri. Versuch du es. So, wie wäre es dann mal mit Schaufelehrer? Wir wollen es ja besiegen. Versuchen wir es mal so. Was zum Henker? Diktri wurde besiegt. One Hit. Ja gut, nächstes Pokémon. Dann der neue. Darfst du der neue mal beweisen. Dann haben wir zuletzt noch Evoli im Team. Na komm, das wird doch wohl Sprungkick. Na komm. Einmal wirst du doch wohl dürfen, oder? Nein? Nein. Der neue ist besiegt. Dann du, Blacky, du bist dran. Evoli, mein Evoli, ab in den Kampf. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Volle Möhre.
und greife an. Die Kinder auf Arktos besiegt. Na komm, oha. Das ist aber hier. Oh, Schreck. Verbrennung, das ist schon mal gut. Nicht schlecht. Aber Blacky ist. Oha. Blacky ist zu schwach. Das Evoli wird gleich besiegt sein. Beleber. Top-Trank. Übertrank. Na gut, Beleber ist jetzt auch zu spät. Ja, Halleluja. Das wird jetzt hier gleich ein schnelles Ende nehmen. Glaube ich mal. Viel hält Blacky auch nicht aus. Verbrennung, ja gut, schön und gut, aber hey, ja, Flackerband, versuch's nochmal. Na komm, Blacky, halt durch, halt durch, halt durch. Evoli. Nein. Es hat's nicht durchgehalten. Mein Team ist besiegt. Ein starkes Pokémon, dieses Arktos. Ich hätte vielleicht mal vorher speichern können. Das wäre vielleicht nicht ganz so schlecht gewesen. Das wäre gar keine so blöde Idee gewesen. Jetzt sind wir, glaube ich, wieder bei den Zinnoberinseln. Können wir uns das Arktos immer noch holen oder ist das dann jetzt schon weg? Dann müssen wir das Rätsel nochmal machen. Das wäre dann. Das fände ich nicht so toll. Das wäre nicht so schön. Zinnoberinseln. Ja gut, dann muss ich wohl nochmal fliegen. Können wir zu den Seeschauminseln nicht. Aber auf den Wasserweg. Da muss ich vielleicht mal gleich mit Evoli anfangen. Das ist vielleicht nicht grundverkehrt. Da gleich mit Evoli drauf loszuhauen. Das ist keine schlechte Idee. Mit der Evoli in den Kampf zu schicken. Ich weiß, wo es lang geht. Ist gar nicht so weit. Da sind wir gleich, da hier nur ein paar Treppen runter. Die Leitern runtersteigen. Sind wir gleich wieder am Ziel und da das. Oha! Ein großes Pokémon. Da das Rätsel ja schon erledigt ist, müssen wir das nicht nochmal machen. So, hier nochmal lang. Schutz-Items brauchen wir jetzt nicht, da verzichten wir mal drauf. So, wo war das? Wo wollten wir hin? Hier war das Rätsel. Dann können wir einfach runterhopsen. Dann sind wir schon am Ziel, ein Flegmon. Ja, nein, danke. Deswegen brauchen wir jetzt nicht. So. Der wird uns nicht ertrinken lassen. Da schwimmen wir gleich weiter, dann werden wir gesurft. Du verhinderst mich jetzt hier. Ich will sehen, ob ich hier noch. Ja, Arktos ist noch da. Trauen wir uns nochmal an ihn. Los! Nicht noch einmal diese spannende Animation. Gleich geht's in den Kampf. Oh, Pepe, ja gut, Na gut, vielleicht kann er einmal kämpfen, einmal. Vielleicht. Ja, wird's nicht hinkriegen, aber. Den Erstschlag, der wird ihm nicht gegönnt sein. Aber jetzt können wir mal Evoli nehmen. Doch, Specky, du bist dran. Kriegst das hin. Du hast dich schon bewiesen. Du hältst nicht viel aus, aber es ist ein starkes Pokémon. Aber vielleicht können wir das mit dir als erstes hinkriegen. So, Flackerbrand. Tu dein Bestes. Reflektor, okay. Damit verspielt es schon mal den ersten Zug. Oh, ja gut. So viel dazu. Die Verbrennung, die ist auf jeden Fall sehr wertvoll. Auch wenn Evoli jetzt stirbt, dann haben wir bei den anderen Teammitgliedern noch Chance, dass da zusätzlich noch was abgezogen wird. Das brennt immer grundsätzlich nicht verkehrt. Aber auch Evolis Angriffe sind ja nicht. Ja, nicht die stärksten. Also die Verteidigung von Arktos ist nicht ohne. So,
so alle Items einsetzen. Wir brauchen Items. Hypertank, davon haben wir noch 11. Setzen wir ein. Setzen wir ein, was wir haben. Es wird gekämpft mit allen Mitteln. Ach, Arthos, das kriegen wir schon besiegt. Irgendwann. Es ist ein schwerer Kampf. Ein riesig harter Kampf. Aber es wird's. Verbrennung schadet Arthos weiterhin. Sehr gut, der ist ja schon fast zur Hälfte. Ich versuch's mal mit Create-Zone. Na komm. Nein! Darf ich nicht nochmal angreifen? Das ist ja fies. Gemeinheit! Dann nutzt jetzt die nächste Pokémon für Beleber und Heilung. Tut mir leid für das restliche Team, aber Evo, die ist jetzt hier die Kämpferin. Die gilt es zu heilen. Das sind jetzt meine Strohmänner hier. Die stehen bereit und lassen die Heilung zu. Ihr müsst euch mal opfern. So, Evoli wieder beleben. Beleber, so muss das sein. Eisstrahl. Hält's durch, Prof. Hält durch. Oh, er hält's durch. Sehr gut, dann kann die Verbrennung wirken. Dann können wir einen Trank einsetzen. Ja, die Attacken von Prof sind jetzt hier eh nicht so stark, dass wir die einsetzen könnten. Haben wir im letzten Kampf schon bemerkt. Im letzten Versuch. So, Blackie wieder heilen. Und Evoli ist jetzt hier die Waffe der Wahl in diesem Kampf. Gegen Arthos. Das legendäre Pokémon. Jo. Verbrennung schadet Arthos. Das ist hervorragend. Los. Blick ist wieder geheilt. Können wir es mal versuchen. Können wir mal einen kleinen Hit machen. Oder auch nicht, wenn wir gleich besiegt werden. Ja. Den Versuch war es wert. So, versuchen wir es nochmal. Mit Evoli. Na komm. Geflüchtet wird nicht. Du bist doch ein Evoli. Kämpfe. Solange du kannst. Kannst. Ja. Da war ein M, was da nicht hineingehört. So. Risikoteckel. Na komm. Attacke. Mach es alle. Du kriegst das hin. Schaffst das. Oh, ich habe sogar erst Zug. Oh, gleich besiegt. Das haben wir. Verbrennung. Nice. Arthos besiegt. Und da kommt der Fangenkampf. Da müssen wir ihn einmal fangen. Ein paar Pokébälle auf ihn abwerfen. Das wird auch nicht so leicht sein. Ein paar Mal werden wir schon brauchen. Aber komm. Das kriegen wir hin. Den Kampf haben wir auch geschafft. Komm in unser Team. Arthos. Komm ins Team, Zwergi. Und zack. Daneben. 3 habe ich noch. Großartig. 1, 2, 3, 4. Das ist drin. Das ging relativ zackig. Arthos wurde gefangen. Sehr gut. Blackie bekommt ein neues Level. Da ich mich verhaspelt. So, fürs Team. Für Arthos wurde ein Antrag im Pokédex angelegt. Ein legendäres Vogel-Pokémon, das im Winter die Wasserpartikel in der Luft gefrieren lässt, um Schnee zu erzeugen. Das, ja, der Schneevogel, der Eisvogel von den 3 legendären Vogel-Pokémons. Du hast Arthos in der Pokémon-Box gelagert. Was? Das ist ja ein ziemliches Verbrechen. Arthos gleich in der Pokébox zu lagern. Naja gut, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir ihn da drin lassen. Unser Team soll ja nicht aus Negis bestehen. Das ist ja... Klar, obwohl, könnte man drüber nachdenken. Weil Arthos ein starkes Wasser-Pokémon ist. Eis-Pokémon. Ich korrigiere mich ja schon selbst. Na gut. Auch hinter uns gebracht. Haben wir Arthos gefangen. Geht's zurück. Das können wir auch leichter machen. Da müssen wir nicht zurücksurfen. Dann nehmen wir einmal das Fluchtseil. Haben wir auf jeden Fall noch von ganz bequem einsetzen. Wasserweg. Und dann geht's zurück nach Zinnoberinseln. Zu den Zinnoberinseln.
Schauen wir mal, wie es dort weitergeht. Wie wir da weiterkommen im Spiel. Weiter in Handlung. Voran. Oh, da kommt die nächste Trainerin. Naja, ich weiß nicht, ob mein Team noch stark genug dafür ist, aber machen wir's. Wenn ich mich so von den Wellen treiben lasse, fühle ich mich wie ein Wasser-Pokémon. Hier noch ein paar Trainer auf der Route besiegen. Ja, ein Pokémon. Das kriegen wir noch gebacken. So übermäßig schwer wird das nicht sein. Ein Lamus. Ich bin nicht komplett irre. Ein Lamus. Ja, ein Lamus. Jetzt kann der Neue sich mal bewähren. Sprungkick. Na komm. Da bin ich gerade auf der Taste ausgerutscht. Auf dem Controller. Auf dem Joy-Con. Oh. Ich hab aber viel abgekriegt, der Neue. Durchbruch. Na komm. Ich sehe schon, das bringt nicht viel. Aber man kann es ja mal versuchen. Ein Versuch war es wert. Ich durfte auch mal ein bisschen kämpfen. Der Neue ist nicht besonders stark. Ist noch kein so großes Ass. Es bedarf damit noch ein bisschen Training. Da würde ich vielleicht sogar fast sagen, dass wir Arctos statt dem Neuen mit ins Team nehmen. Ich überlege wirklich ernsthaft, dass ich jetzt Arctos ins Team nehme. Wäre ja, vielleicht für den Anfang nicht ganz so schlecht. Immerhin ist der schon Level 50. Hat auch starke Attacken. Für einen Arena-Kampf. Wenn es jetzt kein Eis-Arena-Kampf ist. Nicht völlig verkehrt. Was tickt drin besiegt? Oh je. Ja gut, das angeschlagene Team hier in einem Zwischenkampf, im Trainerkampf auf der Route. Ja, maximale Leistung können wir jetzt hier nicht mehr bringen. Querzone, queren wir es zu Tode des Damus. Machen wir es alle. So, sehr gut, Damus besiegt. Hätten wir das auch. Reflektor, okay. Ein paar Erfahrungspunkte und Veronika besiegt. Sieht aus, als wäre ich dir an den Haken gegangen. Du gewinnst 860 Pokémon Donner und gehst direkt aus dem Kampf gegen Veronika, die Schwimmerin, hervor. Du hast 3 Pokébälle. Und weiter geht's. Zurück zu den Zinnoberinseln. Auf den Rückweg. Na. Okay, an den haben wir uns vorbeigeschlichen. Da wären wir wieder. Zinnoberinseln. Ab ins Pokémon-Center, Pokémon-Team heilen. Und dann geht's. Zinnoberinsel weiter. Schauen wir uns mal hier um. Ja, was in diesem geheimnisvollen Haus drin ist, das wollten wir uns ja auch im letzten Part schon anschauen. Also, das hatten wir im letzten Part schon gesagt, dass wir uns das in diesem Haus anschauen, in diesem Part anschauen wollen. Da können wir noch mal kurz reinschauen, denke ich, oder? Das ist doch kein Problem. Ja, okay, ganz kurz, ganz kurz im Blick können wir reinwerfen. Zinnoberinsel-Labor, Pokémon-Forschungsinstitut. Ach so, das ist es. Darum geht's hier. Ja gut, meine Uhr sagt, dass der Part jetzt schon eine ordentliche Länge hat. Na gut, ganz schnell. Nichts zu langes passiert. Nein, großartige Story passiert hier nicht drin, wie ich sehe. Können wir uns also noch kurz drin umgucken. Ansonsten dann im nächsten Part hier weiter auf den Zinnoberinseln. Ein Foto vom Gründer des Labors, Dr. G. Den haben wir doch auf der... in der Wand hier auf dem Turm kennengelernt. Widmen uns hier täglich der Erforschung von Pokémon. Es kommt auch vor, dass Leute seltene Pokémon zur Begutachtung vorbeibringen. Aha. Habe ich denn ein seltenes Pokémon, was wir zur Begutachtung vorbeibringen könnten? Ich glaube eher nicht so. Willst du dich etwa in unserem Labor umsehen? So jung und schon neugierig, sehr löblich. Ja, unbedingt. Oh, ganz viele Wissenschaftler. Können wir alle befragen, alle interviewen. Die Sofa ist total weiß. Es fühlt sich an, als würde man auf einer Wolke sitzen. Schön, schön.
Dies hier ist unser Empfangsraum. Hier halten wir Meetings mit unseren Gästen ab. Wenn er gerade mal nicht belegt ist, kommen manche Forscher hierher, um sich vor der Arbeit zu drücken. Ja, ist klar. Ich habe auf dem Mondberg ein Fossil gefunden. Das stammt sicher von einem seltenen urzeitlichen Pokémon. Okay, das willst du uns nicht geben. Nicht so einfach. Der Professor auf dem Gang. Hey, du da! Rennen auf dem Gang ist verboten! Hey, das wollte ich schon immer mal sagen. So. Was für eine Katastrophe! Jetzt habe ich doch tatsächlich aus Versehen mit einem nicht abwischbaren Stift geschrieben. Vielleicht sollte ich die Tafel einfach umdrehen und auf der Rückseite weiterschreiben. Ja, gut. Mit einem wasserfesten Erlegen auf einer Tafel-Dingens schreiben. Das kann schon mal passieren. Passiert leider viel zu oft. Ivoli kann sich zu verschiedenen Pokémon entwickeln. Nee, oh nee. Tja, aber dein Ivoli scheint keine Lust darauf zu haben, sich zu entwickeln. Was? Das vermutete ich schon, dass mein Starter-Pokémon einfach nicht die Lust dazu hat, sich zu entwickeln. Das wird wahrscheinlich nichts werden. Dazu müssten wir einfach einen Ivoli aus dem Gras fangen. Was haben wir denn hier? Ein kleines Kind mit einem großen Traum, das sich einbildet, mit uns Forschern mithalten zu können. Pah, du kannst doch nicht mal eine Petrischale von einem Reagenzglas unterscheiden. Ach was. Klar, das kann ich doch. Das ist, Petrischale, Reagenzglas. Das eine ist lang und rund und das andere ist kreisförmig und ja, das eine pisst man rein und in das andere, da tut man Chemiezeugs rein. So ungefähr. Tut mir leid, dass ich dich einfach so verhöhnt habe. Ich habe jetzt seit Tagen nicht geschlafen. Nimm das hier als Entschuldigung. Ich meinte es nicht so ernst. Du heißt das TM02 Verhöhner. Du verstaust das Item der TM-Box. Die TM02 erhält die Attacke Verhöhner. Sie zwingt Gegner dazu, nur noch Attacken einzusetzen, die den Schaden verursachen. Aha. Für Bewohner der Kanto-Region sieht dieses Gerät auf den ersten Blick womöglich wie eine Waschmaschine aus. Es ist aber keine. Aha. Es ist ein Massenspektrometer. Ah, ich habe einfach viel zu tun. Na dann will ich dich da mal beinahe nicht stören. Na, aber jetzt nicht. Der letzte Raum in diesem Gebäude. Schönes zu entdecken. Pokémon! Kann ich mir eins davon klauen? Die Maschine fühlt sich sehr warm an. Eine Brütmaschine oder so. Mit einem Mikroskop kann man erkennen, dass jegliche Materie in unserer Welt aus zahllosen Molekülen besteht. Egal also wie groß etwas wirkt, im Prinzip ist es doch nur eine Ansammlung von kleinen Teilchen. Andererseits können selbst die kleinsten Dinge sich zu etwas Großem zusammensetzen. Faszinierend, oder? Faszinierend. Hallo, ich bin ein wirklich super wichtiger Wissenschaftler hier. Ich erforsche und ermittle seltene Fossilien. Und du, hast du ein wertvolles Fossil dabei? Ich habe scheinbar ein Domfossil mit dabei. Ein Domfossil. Steckt das ein Fossil, das lange ausgestorben und von Caputo. Dank der Maschinen, die ich entworfen habe, kann es in einen Pokémon zurückverwandeln. Möchtest du, dass ich das Fossil in einen Pokémon zurückverwandle? Warum nicht? Mach schon. Gib es endlich her. Du gibst dem kauzigen Wissenschaftler ein Domfossil. Das Experiment ist gelungen. Das Fossil war ein Caputo. Ganz wie ich es vermutet habe. Caputo erhalten. Der viel zu viel Text. Dafür, dass ich mit dieser Stimme spreche. Oh, hinten ist Käferlein. Für Caputo wurde ein Eintrag am Pokédex angelegt. Ist bestimmt jetzt Level 1 oder Level 5 oder Level 0. Falls es das überhaupt gibt, das Level 0. Es wurde aus einem Fossil zurückverwandelt.
aus Verstecken. Am Meeresboden späht es mit den Augen auf seinen Rücken die Gegend aus. Ja, schauen wir im nächsten Part nach. Nochmal mit den beiden hier reden und dann beenden wir den Part. Und schauen im nächsten Part weiter, was wir machen, wie es da weitergeht. Vielleicht sollte ich mich zusammenrollen und ein Fossil werden. Dann könnte man mich in ferner Zukunft wiederbeleben. Ja. Jedem das Seine dann halt. Jeder nach seiner Fasson. Ja. Wenn ich so lange am Computerbildschirm starre, strapaziert das ganz schön meine Augen. Ich sollte öfters Pausen einlegen. Es ist wichtig, seine Augen mal eine Auszeit zu gewöhnen. Ja gut, in dem Sinne. Seine Augen mal in einer Pause. Legen wir mal eine kleine Pause ein, damit sie nicht so strapaziert werden. Würde mich noch um, sollte euch dieser Part gefallen haben. Lasst ein Abo, wenn ihr neu seid. Ja, ihr wisst Bescheid. Forstlichen Tag, man sieht zum nächsten Part auf diesem Kanal wieder oder in einem anderen Video auf meinem Kanal. Bis dahin, man sieht sich, haut rein. Oh ja, hier gehen wir im nächsten Part rein. Wir schauen mal rein, was im nächsten Part dort gibt. Und weiter auf den Zinnoberinseln im nächsten Part. Man sieht sich. Ciao, ciao.